Ja, wenn dann machen wir das richtig. Ja, guck mal, wir stehen ja jetzt hier schon alle im Kreis. Sind jetzt hier auf der Gamescom 2016 angekommen. Haben auch schon so ein bisschen mal vorgeplant. Moritz ist da, der Maid ist da, der Bernd ist da, ich bin da, der Dennis. Und ja, wollen wir so ein bisschen die Spielehersteller, also Publisher und beziehungsweise die Developer und die Publisher mal ein bisschen interviewen. Zu einigen Themen, die natürlich uns als Piraten auf den Lippen liegen, aber auch eben was den was die Spiele Publisher und auch Hersteller eigentlich auf dem Herzen haben, was irgendwie die Politik oder wo man vielleicht auch die Rolle von den Piraten sehen könnte, was man alles verändern könnte, um irgendwie das Leben für die Publisher und Hersteller angenehmer zu machen, was Vertriebswege anbelangt oder so, aber auch eben wie die Gaming-Community mittlerweile vielleicht sich ein bisschen verändert hat. Ja, und damit ziehen wir jetzt mal los. Mit einer wunderschönen, jetzt machen wir mal hier alles schwindelig, mit einer wunderschönen 360-Grad-Kamera. Ich drehe jetzt diese Kamera und vielleicht seid ihr mitgedreht. Gut, dann... du brauchst sie nicht drehen, das können die das weiß machen. Ich, das weiß ich, dass sie nicht gedreht werden muss. Ich habe das jetzt mal so ganz oldschool gemacht. So, wir machen jetzt einen Rundgang, damit die, die nicht kommen, auch mal sehen, wie sie aussieht. Korrekt. Gut, alle 9. Nee, 8-1. Wir gehen 8-1. Ja. Ja, sind wir mal gespannt. Also man sieht vielleicht schon, das ist ja jetzt hier total, also wir sind ja hier moderner Scheiß, das muss man ganz ehrlich sagen, mit unserer Kamera. Und man sieht, wenn man jetzt ein bisschen zu meiner Rechten guckt, ein altertümliches, ich weiß es nicht, ist es eine Motorkutsche, auf jeden Fall ein großes Merchandise von Dishonored 2. Und da, ja, zu meiner Rechten, jetzt selber drehe ich mich jetzt auch mal. Und das sieht man jetzt in meinem Rücken. Und ich nehme einfach an, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ist das eine Motorkutsche oder ein Auto? Das ist doch kein Automobil. Ich würde doch sagen, dass es ein Automobil ist. Okay. Also der Bernd meint, das ist dann so, dann vertraue ich ihm. Aber jetzt. Ich bin auch kein Fachmann. Als das gebaut worden ist, da war, glaube ich, mein Vater noch nicht geboren. Und ich gehöre jetzt nicht zu den Jüngsten von uns. Das stimmt. Aber dann machen wir jetzt ein schönes Foto von und stellen es auf Instagram. So, jetzt 8-1, man hört dich schon. Wird gerade unglaublich laut, wir müssen uns beeilen, dass die Tür hier nicht zufällt. So, ich hoffe, man versteht das hier noch alles. Also ich laufe hier mit dem extra Mikro auch rum. Du, wie weit soll ich die Kamera eigentlich von mir entfernt halten? So weit du möchtest. Wenn du das jetzt ein bisschen tiefer. Wenn du das jetzt 4 Stunden machst, bist du gut. Gut, dann habe ich habe ja sehr muskulöse Arme, das sieht man mir zwar nicht an. Ich habe auch sehr viel Ausdauer, das sieht man mir auch nicht an. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Und auf jeden Fall, wir stehen hier 8-1 vor dem 2 Ständen von Bethesda, als auch in Wargaming. Und Dishonored 2 wird hier schon gerade sehr, sehr lautstark präsentiert. Entschuldigung, ich halte die Kamera natürlich schräg. Wenn die sonst drehen, dann gucken die in die Decke. Das ist zwar auch eine schöne Decke, ne? So sag ich mal, aber ich bin allgemein. So, es klingt tatsächlich total interessant. Obwohl heute nur das Fachbesucher als auch Presse da ist, natürlich wir. Ist das hier schon relativ voll? Also ich als regulärer CeBIT-Gänger, als auch Funkausstellungsgänger, finde das hier schon tatsächlich gut gefüllt. Und man darf gespannt sein, wie das hier morgen aussehen wird. Ich gehe davon aus, dass das hier mit langen Warteschlangen verbunden ist. Und was sehe ich denn hier alles so? Den Farming Simulator, also den Landwirtschaftssimulator, gab es gerade im Hintergrund bei mir. Als auch eben von Wargaming. Und ja, der gute Mann irgendwie von Bethesda spricht auch schon den Moritz an, was hier irgendwie gerade. Achso, ja, wir werden auch schon eingeladen und wir sollen uns das mal angucken. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir waren vorhin bei Dishonored, durften wir uns die Präsentation angucken, beziehungsweise auch Prey 2, der Reboot. Und
Es war so laut da drin, dass man nichts von diesem Erlebnis mitbekommen hat. Es hat alles kaputt gemacht. Wirklich Kritik an Bethesda. Leute, die Präsentation ist so in die Hose gegangen. Ansonsten fand ich jetzt Prey eher so wie Bioshock. Also hatte nichts mehr vom Original Prey zu tun. Was ich sehr schade finde, weil das war echt ein ausgefallenes und besonderes Spielkonzept. Und das ist jetzt eher so ein bisschen wie Bioshock. Bioshock 1, möchte man sagen, auch von der Atmosphäre her, von dem Grafikstil her. Dishonored machte den Eindruck für den ersten Teil, aber ja, kann ich jetzt fast gar nicht beurteilen. Also viel mehr oder viel was anderes von der Atmosphäre her, vom Setting her, als im ersten Gameplay-Trailer, der gezeigt wurde, hat man jetzt auch nicht gesehen. Fand ich schade. Wird sich zeigen. Also muss ich jetzt so gestehen, dass ich keine ja okay, muss ich haben Empfehlung aussprechen würde. Also für mich sind das jetzt nicht beide Titel, die ich irgendwie zum Vollpreis kaufen würde. Ja. So, jetzt habe ich mal übernommen, weil ich habe gerade was entdeckt, was mir gefällt. Und zwar kommt Gwent, das Kartenspiel von Witcher 3, jetzt auch als Multiplayer raus. Mir ist gerade gesagt worden, es ist free to play. Es ist ein bisschen komplizierter als im Computerspiel. Zusätzliche Regeln, zusätzliche Einheiten. Mir ist gerade gesagt worden, dass es zum Beispiel je nach Gruppe, die man spielt, verschiedene Extrafähigkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn ein Held vom Friedhof landet und man nimmt ihn wieder hoch, kommt der stärker wieder, entwickelt sich also. Oder es gibt Karten, die, wenn man sie spielt, in einer Runde liegen Goldkarten werden, dann werden sie dann nicht vom Wetter beeinflusst. Also es ist ein bisschen aufgepimpt worden, dass es strategisch ein bisschen schwieriger ist und dass man mehr zu tun hat. Und wie gesagt, es ist free to play. Man muss sich aber die Kartendecks kaufen und bestimmte Power-Ups, also halt auch wieder Pay-Content. Und dann muss man einfach gucken, wie es wird. Man soll in die Beta gehen im Oktober. Ich bin gespannt drauf, ich werde es mal ausprobieren. Ich bin aber auch wie so ein Wahnsinniger durch Witcher 3 gerannt und habe jeden zum Gwent-Spiel rausgefordert. Wenn ihr auch so drauf habt, ist es vielleicht auch was für euch. Na, wir gehen mal weiter. Ja, wir sind jetzt in den heiligen Hallen quasi des Pressebereichs. Vielleicht sieht man das ein bisschen, wir können mal ein bisschen schwenken. Das ist ja das Praktische. Da hinten sehen wir Warner Brothers, Games, Nintendo. Deep Silver ist hier vorne mit einem Stand. Hinter mir seht ihr Ubisoft. Und hier kommt man tatsächlich nur rein, wenn man einen Termin hat. Und und wenn man vielleicht auch ein paar Kontakte eben hat. Also nur mit so einem wundervollen Presseausweis. Das zeigen wir jetzt hier mal gerade ein bisschen, damit ihr auch seht, wie das hier aussieht. Und leider sieht man eben, ich gucke gerade selber so ein bisschen rum, nur so weiße Wände, wo das dann eben draufsteht. Also hier will das denn jetzt alles auf seriös gemacht werden. Nicht mehr mit lauten Lautsprechern und Effekthascherei, sondern hier ist es dann tatsächlich trocken und nüchtern. Naja, das müsste jetzt Halle 10 sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Und hoffen jetzt auch, dass wir jetzt bei Ubisoft, die ja hinter mir waren, jetzt zu meiner Rechten, ihr könnt ja alle schwenken, wir sind ja so technisch hier, dass wir jetzt bei Ubisoft ein paar Fragen stellen können. Ja, wir sind jetzt in Halle 10. Da gibt es ein bisschen Hardware, beziehungsweise eigentlich sehr viel Hardware zu gucken. Zum Beispiel Samsung hatte das Galaxy Note 7 ausgestellt, aber auch ein paar Monitore und sehr viel Virtual Reality. Dann haben wir noch einen deutschen Hersteller gefunden, der diese Cardboard-Dinge baut, also wo man auch sein Smartphone reinlegen kann. Und jetzt zu meiner Rechten, dreht euch mal alle. Da könnt ihr jetzt die Bundeswehr anschauen. Wir haben dazu auch ein paar Videos schon in der Vergangenheit gemacht. Und was wir zum Beispiel davon halten, dass die Bundeswehr jetzt hier auf der Gamescom ausstellt oder ausstellen darf. Und tatsächlich sehr interessant, in Anführungszeichen, ist der Spruch, der Like-Button wird kein Terror bekämpfen, so nach dem Motto. Also hier ist jetzt alles darauf ausgelegt, die digitalen Streitkräfte der Bundeswehr zu unterstützen. Und dementsprechend hat die Bundeswehr auch gerade richtig, richtig aufgefahren. Wie soll man sagen? Also vielleicht hat man das vorhin gesehen, ihr könnt ein bisschen euch drehen. Man sieht einiges an Gerät, das hier steht, einiges an Sprüchen, die sie hier gemacht haben. Und ist jetzt nicht unbedingt, also man geht hier sehr, wie sagte man, auf Seelenfang.
Und naja, dann ist da hinten noch YouTube Gaming. Dreht euch mal um, da gehe ich jetzt mal gleich vorbei. Also jetzt vor mir. Und das ist, YouTube Gaming ist heute in Deutschland gestartet. Was hier gezeigt wird, ist eigentlich nur ein paar YouTuber, beziehungsweise morgen werden die gezeigt, ein paar YouTuber, die da ein bisschen Spiele, zum Beispiel, also ein bisschen Spiele-Streaming machen. Das ist jetzt der Konkurrent zu Twitch. Warum die jetzt besser sind als Twitch, das konnten sie tatsächlich nicht sagen. Und da sollte man sich doch irgendwie anderweitig informieren. Finde ich interessant. Müssen wir mal schauen. Kann ich jetzt nämlich auch nicht aus dem FF sagen, warum die jetzt besser sind als Twitch oder besser sein sollen als Twitch. Aber das ist jetzt eben eines dieser weiteren Monetarisierungsangebote von YouTube. Ähnliches wie YouTube Red zum Beispiel. Naja, jetzt redet euch noch mal ein bisschen zu meiner Linken. Da seht ihr jetzt noch, was die Bundeswehr aufgefahren hat. Sie bewegen da auch gerade Dinge. Und ansonsten ist die Halle hier sehr laut, aber hat eigentlich gefallen. Sehr übersichtlich und geräumig. Ja, auch hier jetzt, also diesmal muss ich, glaube ich, sehr nah an den Mund halten, weil das echt laut ist. Und ja, auch hier wieder eine Halle, ähnlich wie in Halle 10, wo sehr viel Hardware gezeigt wurde. Also wir haben jetzt im Hintergrund Gigabyte, hat man gesehen. Jetzt ist es zu meiner Rechten. Ihr könnt ja alle drehen. Also, ja. Und wenn ihr jetzt hinter mir im Rücken seht, das ist Rocket Beans TV. Mal kurz so eine Erklärung. Also da bin ich irgendwie, ich finde das ziemlich cool, muss ich gestehen. Also Rocket Beans TV, das ist aus, die senden quasi 24 Stunden auf Twitch. Die haben einen Fernsehsender, wenn man so will, im Umgangssprachlichen, der auf Twitch sendet. Also 24 Stunden einfach Programm hat. Bestehen aus, also jetzt sieht man da, Simon Kretschmer ist zum Beispiel da. Das sind alles so alte Giga-Moderatoren. Das finde ich ziemlich cool, dass sie noch im Business geblieben sind. Also wirklich Respekt dafür. Hier mal ein bisschen rum. Da sieht man das dann auch mal. Also die Rocket Beans, ziemlich coole Sache. Was sie auch so machen, sehr abwechslungsreich, haben vielleicht ein bisschen aus Giga beibehalten. Dann ihre Game One-Zeit, das war dann auch eine ziemlich coole Phase. Und ja, machen jetzt quasi mit unterschiedlichen Studios, jetzt hier auf der Gamescom natürlich nur mit einem, machen die dann Programm. Und das auch mit einer ziemlich sehr hohen Qualität. Ansonsten, ja, man sieht jetzt, gucke ich nach, wenn man nach vorne guckt, dreht euch einmal, da seht ihr dann Sennheiser, eine Firma, wie war die noch? Mifcom? Ich glaube, das ist ein deutscher Hersteller, weiß ich gar nicht so genau. Es sind auf jeden Fall Supplier, auch mit Hardware. Sehr viele Hardware ausgestellt, unterschiedlichste Gehäuse, unterschiedlichster Hersteller, alles auf High-End Gaming gemacht. High-End Gaming. Also sehr viel Bling-Bling, der Arbeitsspeicher, der leuchtet, ein Prozessorkühler, der irgendwie blinkt. Nicht ganz so mein Geschmack, aber hat ja alles irgendwie seinen Markt, sonst gäbe es das ja nicht. Ne? Ansonsten, wen hatten wir hier noch? Ein bisschen PlayStation VR konnte man hier auch ausprobieren. Ganz interessante Sache, die HTC Vive gab es hier auch. Und ja, im Endeffekt ist hier ein bisschen Getöse, ein bisschen laut wieder, aber ich glaube, ja, eine ziemlich abwechslungsreiche Halle, wenn man ein bisschen auf Hardware steht. Ja. Ja, ein bisschen sieht man es mir vielleicht an. Der erste Tag ist rum. Jetzt stehe ich hier auch wundervoll in der Sonne, weswegen ich sehr stark blinzeln muss. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen. Ja, wir haben heute ein paar Termine klar gemacht für Interviews. Wir haben uns die Hallen, die Hersteller als solches angeschaut. Natürlich auch im Eigeninteresse, da muss man ganz ehrlich sein. Auch selber ein paar Spiele angeschaut. Wenn man den Presseausweis dann ja schon hat. Die großen Erwartungen waren natürlich irgendwie, dass man mit Dishonored ein bisschen was schauen konnte, dass man Prey ein bisschen schauen konnte. Muss ich aber auch gestehen, das hatte ich ja in einem anderen Video schon gesagt, beziehungsweise in einem anderen Abschnitt gesagt, dass Dishonored ein bisschen enttäuscht hat und Prey irgendwie was ganz anderes geworden ist oder ganz anderes wird, als dass ich mir dann dachte. Ja, jetzt lassen wir das hier alles noch ausklingen. Das geht noch, ich glaube, eine Stunde von jetzt an. Aber es, wie man sieht, hinter mir alles schon sieht, die Leute bewegen sich gen Ausgang. Und ja, man ist fertig. Die Füße sind gerädert, die Augen fallen irgendwie zu von der Messeluft. Viel gegessen hat man nicht, viel getrunken habe ich jetzt nicht. Und dementsprechend
fertig, aber morgen geht's weiter. Morgen dann mit allen Leuten, die hier hinkommen wollen. Es ist also free for all. Und dann dürfte hier das etwas sehr viel voller sein. Also wenn ich mich da an die anderen Zeiten, anderen Gamescoms erinnere, dann sieht man, dass die Gaming-Community riesig geworden ist, dass die Zielgruppe riesig geworden ist und dass das Gaming eigentlich mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Und so viele Leute, wie das hier sehen wollen, ist das ein Massenphänomen mehr, sondern das ist unsere Gesellschaft.